Hearthstone. Solo-Abenteuer. Der Frostthron. Runde 6. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, da ich in diesem September noch 2 Videos brauche. Kommt heute ein Double-Feature-Event des Solo-Abenteuers vom Frostthron. Könnt ihr euch freuen. Sprich, es kommt jetzt eine Runde. Und ich weiß noch nicht genau die Uhrzeit, in ein paar Stunden auf jeden Fall kommt noch eine Runde. Ich schätze so um 9 oder so, oder müsste ich mal schauen. Also könnt ihr euch auf 2 geballte Ladungen Hearthstone Solo-Abenteuer freuen. Also unbedingt dranbleiben, es wird spannend. In der letzten Runde, da haben wir Blutkönigin Lanathel besiegt. Ja. Ich klicke jetzt da nicht drauf, sonst babbelt er wahrscheinlich. Und wir sind immer noch in den hohen Hallen. Sie war schlagbar. Und jetzt kommen wir zum nächsten Boss. Ich habe keinen blassen Dunst, was mich erwartet. Professor Seuchenmord habe ich im Deck, falls mir die Karten ausgehen. Sicher nicht wegen seiner liebenswürdigen Schrullen. Okay. Professor Seuchenmord. Die Experimente des Professors spielen verrückt. Seine Fähigkeit, passive Heldenfähigkeit, alle Geheimnisse kosten 0. Oh je, der hat 1000 Geheimnisse oder so. Keine Ahnung. Ich denke, ich werfe mich einfach ins kalte Wasser. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kriege ich ihn direkt umgehauen. Wenn nicht, wie ich schon gesagt habe, habe ich ja noch einen zweiten Versuch. Wir werden sehen, was passiert. Und ob er mich überhaupt spielen lässt, weil im Moment macht er gar nichts. Ah, jetzt kommt was. Ja gut, mein wildes Deck vom Priester halt. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich was Spezielles brauche. Bei Geheimnissen bin ich mir echt unsicher. Klingt im ersten Moment machbar, finde ich, aber... Ja, jetzt warten wir mal. Kann es nicht einschätzen. Wir gucken mal, was uns erwartet. Am Anfang ist es ja wirklich erstmal gucken. Macht das ja alles blind. Professor Seuchenmord! Kann mich auch überraschen. Das Licht wird den Sieg bringen. Gute Nachricht, Freunde. Die Giftschleimrohre sind repariert. Alles klar. Ich weiß es jetzt auch nicht so richtig. Vielleicht kriege ich noch was Kleines gleich zum Druck machen oder so. Wie? Ja, wow. Nova kommt wieder und lässt... Wow. Nice. Nice. Fängt gut an. Ja gut, das geht noch. Aber ich kann natürlich jetzt im ersten Moment nicht. Aha. Ich werde es ihnen zeigen. Mhm. Ich werde es ihnen alle zeigen. Also ein Gegner mit 1000 Geheimnissen ist aber auch sehr unangenehm irgendwie. Ich weiß nicht. Wer weiß, was für Geheimnisse. Sind das Magier-Geheimnisse oder... Jetzt weiß ich auch nicht. Na, jetzt schauen wir mal. Jetzt spiele ich mal sie. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wie auch? Ich sag ja, es ist halt alles klar. Ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Dass er vielleicht auf mich geht. Ja, es ist schon kein guter Beginn. Das ist schon kein guter Beginn. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Ja, das frage ich mich auch. Das ist doch ein Jägerbogen. Das ist doch ein Jägerbogen. Wird das ewig so weitergehen? Wird das ewig so weitergehen? Gute Nachricht, Freunde. Der Schleim fließt wieder. Nova könnte ja da hilfreich sein, wenn er so Zeug spielt. Möge das Licht euch verbrennen. Das ist aber nicht sehr nett. Er hält zu Beginn eines Zuges 1-1. Also immer stärker, immer stärker, immer stärker, oder was? Ja, das geht aber noch, finde ich. Was passiert denn jetzt, wenn ich angreife? Irgendein Geheimnis wird doch jetzt triggern, oder? Ja, das war so klar. Das war so klar. Jetzt spiele ich einfach mal ihn, einfach mal damit was draußen ist. Das ist, ich muss ja was spielen. Ja, mir auch. Mir auch. Bestimmt hat er auch sowas wie Magieblock oder sowas, also damit ich keine Nova machen kann. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Mhm. Ja, geht aber noch. Aha.
Bin ich gerade. Jawohl. Den Nova kann ich natürlich jetzt nicht mehr machen. Also das ist jetzt ein bisschen. Ja, naja. Machen wir es mal so. Ich kann gerade nichts anderes spielen als so. Unangenehm. Also der Gegner hat es in sich. Jägergeheimnis. Der hat es in sich, der gute Mann. Fürchte ich. Nova bringt jetzt auch nicht mehr viel. Puh. Und immer halt wieder dieser Schleim, dass ich diese Heinis hier nicht wegkriege. Ist sehr schlimm. Ich meine, ich habe irgendwann Schattenwort tot, damit ich die auch mal weg. Ja, natürlich. Du meine Güte. Okay. Also finde ich ein bisschen hart irgendwie. Waffen, Geheimnisse. Ja, gut. Okay. Das ist drum. Nicht ohne der Boss. Nicht ohne. Ja, wie gesagt, Nova bringt halt mal gar nichts. Die Wahrheit ist da. Ja, ich muss mich da erst ranschnuppern oder ich weiß auch nicht, wie ich sage. Okay. Jetzt könnte ich ja Schattenwort tot machen. Ja, spielt doch diesen Typen noch ein bisschen öfters. Also, wie soll ich denn da vorbeikommen? Nee, das ist. Was soll ich machen? Das ist schon nichts gewesen jetzt. Kann ich schon abbrechen, das schaffe ich schon nicht mehr. Wie soll ich denn da jetzt irgendwie noch dagegen kommen? Das war schon nichts. Ihr habt mich besiegt. Keine Ahnung, also das ist nicht ohne. Seuchenmord. Euer Deck ist widerlich. Ich habe euch unterschätzt. Gleich nochmal probieren. Keine Ahnung. Weiß nicht so richtig. Ich glaube auch, dass die Bosse immer mehr anziehen. Also immer stärker werden. Keine Ahnung, ich muss mir was einfallen lassen. Diese Diener schnell wegkriegen. Am Anfang. Die sich so stecken. Und der Rest, puff. Mich nervt halt der 3-5er die ganze Zeit. Also jetzt hat er den dreimal gespielt. Das ist, der hat immer einen Tank. Tank. Ein Tank parat, würde ich sagen. Das nervt ein bisschen. Aber der Anfang war auch schon nicht gut. Der Anfang war schon nicht. Das ist auch nicht besser. Aber wenigstens 2-3, das geht noch. Aber der Anfang war schon nix. Warum denn so hohe Karten, Menschenskinder? Was soll ich denn damit anfangen? Gib mir doch irgendwas, mit dem ich spielen kann. Mann. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Wenn ich den jetzt wieder spiele, ist, macht er den wieder platt. Keine Ahnung. Das kann ich mir eigentlich schenken, den zu spielen. Das ist gerade Waste. Weil dann knallt er den weg und er hatte noch ein Geheimnis. Okay. Tja. Das ist auch nicht so richtig gerade. Schattenwort Schmerz wäre da vielleicht noch hilfreich. Spiele ich den doch mal. Ja, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Vielleicht kann ich mal den Affen spielen. Vielleicht ist er dumm genug und verstärkt den da. Und dann kann ich mit Schattenwort tot oder so. Obwohl, jetzt könnte ich doch eigentlich. Mhm. Machen wir mal so. Ja, und wenn der jetzt noch einmal stärker wird, kann ich das da machen. Wisst ihr? Ah ja. Sonst noch irgendwas vielleicht? Soll ich den Affen spielen? Ach komm, ich riskiere das mal. Keine Ahnung, also der Boss ist nicht ohne. Das hätte ich jetzt halt noch griffbereit. Fliegt allen Charakteren 2 zu. Eigentlich gut, weil da geht auch sein Typ da weg. Eigentlich gut. Eigentlich gut. Weil da geht der mit kaputt. Ja, wow. Nerv ich mal nicht. Ich will den gar nicht weghauen. Einfach wegen diesem, alle kriegen 2 Schaden. Wisst ihr, was ich meine? Dann wird der nämlich zerstört. Hä? Damit kann ich arbeiten. Ach, Todesröcheln. Oh Mann, Willow.
Todes Röcheln. Todes Röcheln. Obwohl das immer noch okay ist. Weil jetzt sind nämlich alle weg. Vielleicht auch nicht. Ja, wow. Alles klar. Sehr gut. Alles klar. Kein Thema. Das machen wir erstmal so. Mal gucken, was passiert. Naja, so ähnlich habe ich mir das gedacht. Was hat er jetzt? So. Was ist jetzt passiert? Alle Waffen. Meine Güte, die haben wirklich ihren eigenen Kopf. Was? Okay, jetzt hat er wesentlich nicht mehr diese Geheimniskacke. Entschuldigung, diesen Geheimnismist. Alle Waffen kosten eins. Okay. Das ist ein Anfang, hätte ich gesagt. Das ist ein Anfang. Wie viele Finger zeige ich? Was hat der für ein Ding? Wollt ihr ewig leben? Wollt ihr ewig leben? Boah, ich dringe in den Schattenwort Schmerz oder sowas. Wie habe ich denn das jetzt getriggert, dass der keine Geheimnisse mehr hat? Alles klar. Okay. Schön. Gut war's. Wow. Ihr habt mich besiegt. Wunderbärchen. Jetzt probiere ich es noch einmal und dann probiere ich es in der neuen Runde. Wunderbärchen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte oder ich könnte jetzt auch nicht sagen, da brauche ich das oder das Deck dafür. Also, nicht wirklich. Ob ich jetzt da mit dem Jäger gegen ihn spiele oder mit dem Magier oder das macht doch keinen Unterschied. Aber das ist echt, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Wojcin muss gar nicht schlecht sein, wenn der sich immer so hässlich hochsteckt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß auch nicht so. Jetzt fängt er mal wenigstens nicht mit diesem Typ an, der gleich 3 Damage macht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt kann ich den Schatten. Feendrachen spielen, Entschuldigung. Vielleicht kriege ich den dann gleich weg. Dann ist zwar der Feendrache kaputt, aber der ist auch weg dann. Oder ich verstärke ihn mit ihm, dann stirbt er nicht. Ist doch eigentlich gut. Vorausgesetzt, es kommt nichts mehr Größeres jetzt. Ja, okay. Wo kommt das denn her? Ach man! Ist doch blöd jetzt. Es klappt aber auch nie was ich mir vornehme. Echt geil. Weil ich hätte den jetzt so gut wegmachen können. Tja, jetzt brauche ich natürlich auch nicht anfangen. Das war eigentlich ein Plan. Das war eigentlich ein Plan. Also der ist schwer, ich weiß nicht. Der überrennt mich mit seinem ganzen Zeug. Ja, jetzt haut er mir mit der Waffe eine rein, dann ist der Brunnen auch weg. Wow. Also, ich weiß nicht, ob ich den packe. Der ist echt schwer. Oder liegt mir nicht, oder ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich jetzt machen soll. Was soll ich denn jetzt spielen? Das Angeln ist mein Leben. Das wollte ich gerade sagen, wesentlich hat er jetzt keine Karten mehr, jetzt kommt er mir so. Also der ist nicht ohne, das habe ich mir anders erhofft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Komm nicht gegen den an gerade. Ist ja nicht schon... Naja, okay. Hat er den noch 1000 Mal, als wenn das nicht schon... Oh Gott, oh Gott. Okay. Sonst noch was vielleicht, oder... Was soll ich denn jetzt spielen? Ganz im Ernst. Das ist doch blöd. Also ganz ehrlich. Wer hat sich den ausgedacht? Also seid mir nicht böse, Freunde. Also vielleicht wirkt es ein bisschen genervt oder sonst irgendwas. Aber, keine Ahnung.
Ich habe heute eh nicht den besten Tag und das stresst mich jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich gegen den ankommen soll. Ich finde den ein bisschen OP. Also 1 Million Geheimnisse, 1 Million Waffen, irgendwelche Diener, die immer stärker werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das packen soll. Keine Ahnung, Freunde. Da ich heute ja noch eine weitere Runde bringe, werde ich das jetzt hier mal abbrechen. Und nochmal mich sammeln, oder wie man sagen will. Und dann probiere ich es in der nächsten Runde nochmal. Und würde ich sagen, da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.